Hallo zusammen, Stefan Spiersch aus der Hake Online Redaktion. Ich begrüße euch aus Drakenburg. Ja, an dieser Stelle stand ich im Juni schon einmal. Da ging es um diesen relativ großen Müllberg, den ihr hier vom Haus seht. Jetzt bin ich wieder hier, weil es eine neue Entwicklung gibt. Es gab ein Treffen mit dem Vermieter und dem Landkreis Nienburg, wie hier mit der Situation weiter verfahren wird. In dem Zuge hatte ich die Möglichkeit, mal in dieses Haus reinzuschauen. Und wer glaubt, drinnen kann es ja nicht schlimmer aussehen als hier draußen, den muss ich enttäuschen, das geht doch. Die Geschichte zu dem Müllhaus von Drakenburg und wie es drin aussieht, inklusive eines Videos, findet ihr in dem unten stehenden Link. Bis dahin, tschüss!